Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats. Doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Und in diesem Sinne, Mahlzeit, Freunde. Und willkommen bei Assassin's Creed Mirage. Ja, das Spiel ist gestoppt und wir sind ganz am Anfang. Ich schätze und eines Gaunerlebens. Ja. Komm in die Hufe, Basim. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese wahrscheinlich erstmal diese ganze Einführung kommen, ne, von wegen, so machst du das, so machst du das, so machst du das. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Man kennt das ja alles, ne? Aber meinst du, das gilt wir auch schauen für mal, Sie? Was hier so abgeht und was wir machen können Gestalten und im Schatten. Wie das Ganze ich hoffe inzwischen ist, schon. Ne? Dann sollten Sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und Sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Okay.
Das kennt man ja. Das war bei Wachala, glaube ich, auch so mit X. Ja, soweit läuft es ganz flüssig, ne? Haben wir schon mal schlimmer gesehen. Ja, das war schon mal schlecht. Aber es sieht auch tatsächlich, ja, stellenweise würde ich sagen geil aus, aber stellenweise sieht es auch verdammt geil aus. Ihr wisst, was ich meine, ne? Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Jetzt lernen wir den Taschendiebstahl. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Oh, das Adlerauge. Oh, schmeckt nice. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Dieb! Dieb! Komm her! Mach dich bereit. Bleib an, die von sich ausmachen. Eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Und ich spiele den Händler. Taschendiebstahl. Hi. Wo willst du denn hin? Sehr geschickt. Ich bin hier. Okay, jetzt haben sie also gearbeitet. Finde ich nicht falsch. Und? Dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Sie hat... Doch, ich bin hier durch. Wer denn? Wo denn? Okay. Sachen? Irgendwelche... Weiß ich nicht, was man leuchtet. Tauchen? Nee, das möchte ich nicht. Von wem reden wir denn hier? Ach so, so. Triff dich mit Dorvis. Katze. Nee, sie ist weg. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sicher schon. Und hopp. Nice. Ich hatte immer so viel Bock, mit diesen ganzen Sachen zu interagieren und über die Becher zu brennen. Und ach, das ist immer geil. Immer einfach geil. Okay, das ist neu. Das ist cool. Und hopp.
Klassische Arschbombe, wer kennt sie nicht, ne? Da ist Bassem. Ja, hi. Hallo. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was... Amin, wie geht es deinem Knie? Viel besser. Hab's eingewickelt und ein paar Tage geschont, wie du sagtest. Gut. Solange es dir jeden Tag ein bisschen besser geht und du dich nicht überanstrengst, wird es gut verheilen. Ist dir das auch schon mal passiert? Weißt du deshalb, wie man es behandelt? Ich kenne Kratzer und Beulen nur zu gut. Habe aber gelernt, sie zu vermeiden. Das solltest du auch. Wenn ich darf, deine Sandalen sind abgewetzt und geben dir keinen Halt. Deine Knie müssen jede Bewegung stützen. Wir müssen etwas Besseres für dich finden. Etwas, das passt. Aber das ist gar nicht so leicht. Bei Moscheen gibt es Schuhwerk. Da finde ich sicher ein besseres Paar, wenn du mich dafür nicht verurteilst. Ha, mach dir wegen mir keine Sorgen. Das ist eine Sache zwischen dir und Allah, Sadiki. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Sieh an, da kommt der Vollpelz, ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Geb damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Weiß ich nicht, aber gehe ich einfach gesehen, mal von aus. So, Spiel das Verzeichnis. Was ist das hier? Schwerter und Speere? Natürlich. Okay, cool. Ich würde gern ein Schwert stehlen oder ein. Können wir wahrscheinlich mit haufenweisen Kindern reden? Nee, mit. Okay, Frau. Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah. Aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balg genannt. Und nur, weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz. Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen, wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Cool. So, wir... Du bist auf dich allein gestellt. Ich will nicht, dass du wütend bist. Ich habe den Auftrag angenommen, also werde ich ihn auch ausführen. Ich bin nicht wütend, Bassem. Ich verstehe nur einfach nicht, warum du deine eigenen Interessen unter die anderer stellst. Du schuldest niemandem etwas außer dir selbst. Vergiss das nicht. Das ist kein Auftrag. Das ist ein Gefallen. Ich arbeite nicht ohne Bezahlung. So, wir kümmern uns erstmal um das Verzeichnis. Sperrbezirk? Sperrbezirk. Okay. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte und entsorgt den Rest.
Warte hier. Ich bin gar nicht hier. Gegner aus den Weg räumen. Drücke R1 um. Okay. Zack. Wenn ich gesehen werde, so. Muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Wir müssen da hoch. Das sollten wir wohin kriegen, oder? Ich bin gewillt, ihn bewusst loszuschlagen. Einfach für den Fall, damit er sich nicht umdreht. Kann ich vielleicht sein Schwert mitnehmen? Wir räumen den noch kurz weg. So. Und wir müssen irgendwie hier hoch. Verschlossen. Na klar. Nicht mehr lang. Weiß ich auch, welche Wache den Schlüssel hat, oder ist das... Ja. Ja, perfekt. Anscheinend nicht. Ah, da. Okay. See. Den könnte man wegräumen, den könnte man aus dem Weg räumen. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ist halt auch cool, dass man die ganze Zeit so rumlaufen kann, ne? Das ist echt nice. Die dürften mich ja in der Theorie nicht sehen. Einsammeln? Okay, ich weiß auch nicht, was ich eingesammelt habe. Aber ich hab's getan. So, was ist denn... Achso, ich kann ein bisschen looten wahrscheinlich. Essen. Oh, okay, cool. Wir müssen da hoch zu dem Typen. Komme ich irgendwie rein? Oder ist der auf dem Dach? Oder. Das wird wahrscheinlich safe zu Hause sein. Okay, wow. Der ist tatsächlich da drin. Wie komme ich da rein? Ah, durchs Fenster wahrscheinlich. Scheiße. Ist das auch zu? What the fuck? Wie komme ich da rein? Das von der anderen Seite öffnen. Ich muss da unten rein, alles klar. Ja, er steht halt ein bisschen kacke, ne? Da muss ich irgendwie ran an den Dude. Die beiden sollten mich nicht sehen, nur der könnte ein Problem werden. Ja, der wird ein Problem. Der wird wirklich ein Problem. Aber wenn ich straight auf ihn zugehe, sieht er mich. Kommt er jetzt hierher? Jetzt müsste er herkommen. Na komm. Wie komme ich hier? Ist alles schön. Und gute Nacht. So, wo guckt denn der Kollege hin? Der sieht mich safe nicht. Okay. Ja, Truhe. Wo ist die Truhe? Ah, hier. Dass ich halt nicht sehe, was ich kriege, ist ein bisschen doof, ne? Ich muss doch über mir. Ja, wie komme ich denn hoch zu ihm? Gibt es hier eine Leiter? Oder was zum... Ach. Mal aufpassen, nicht, dass der jetzt sich ungünstig umdreht. Was manchmal ist das Beste, Pfeifen nach rechts drücken. Das habe ich eben überlegt, wie das geht. Ich gehe jetzt einfach hin und klatsche ihn um. Ganz einfach. Einsammeln. So, wir haben den Schlüssel. Warum habe ich Ton an? Das wollte ich nicht. Sorry dafür. Kommen wir hier direkt wieder raus. Nice. Weitermachen. Ja, ich bin voll dabei. Also in der Theorie sollte ich jetzt einfach hier hochkommen, weil mich keiner stören sollte.
sein, dass neue Wachen gespawnt. Wachen gespawnt, aber. Was? Da ist es das, wonach ich suche. Einsammeln. Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Einsammeln. Vielleicht bekomme ich den alten Grießkram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. So, und jetzt zurück zu Davis. Ich gehe mal von aus, dass ich jetzt aber durchrennen kann, weil ja eigentlich alle tot sind. Kann ich eigentlich so aus wie sprinten? Oder ist das alles, was ist? Aha. Du bist noch heil, wie ich sehe. Ich das bin noch ganz, ja. Ach, guck an. Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Sollte es einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Basim, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Basim. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Sie werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Na ja. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Ja, Freunde, ich würde sagen, wir beenden das erste Video hier. Und beim nächsten Mal
kümmern wir uns um den Winterpalast und die Truhe. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.